Folge wird euch präsentiert von leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und hier ist der Schlüssel zu meinem heutigen Testwagen. Das ist nämlich der 2019 BMW M135i als F40. Der 1er BMW ist in diesem Fall ein Fünftürer, es gibt ihn auch noch mit fünf Türen, aus dem Segment der Kompaktklasse. Und drei Mitbewerber hätte ich für euch zu diesem Fahrzeug als Beispiel. Der Volkswagen Golf R, der Audi S3 und der Mercedes AMG A35. Der 1er BMW F40 wurde als dritte Produktgeneration im Juni 2019 in München erstmalig vorgestellt. Er wird in Leipzig, später auch in Regensburg gebaut. Ein Ergebnis vom Euro-NCAP-Crashtest liegt aktuell noch nicht vor. Der 1er BMW als F40, den gibt es zum Einstiegspreis von aktuell 28.200 Euro. Unseren Testwagen, den M135i, habe ich für euch nachkonfiguriert. Die Konfiguration habe ich auf unserer Homepage hinterlegt. Den Link zur Homepage findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Und ich komme auf einen Testwagenpreis von 60.300 Euro. Der 2019 BMW M135i xDrive hat einen 2 Liter reinen Vierzylinder unter der Haube. Dieser leistet 306 PS und er hat ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmeter, welche zwischen 1750 und 5000 Umdrehungen pro Minute anliegen. Geschaltet wird mittels 8-Gang Steptronic Sport Automatikgetriebe. Der Testwagen hat Allradantrieb. Je nach Fahrsituation variiert die Kraft von 100 vorne bis zu 50-50 auf beiden Achsen. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 4,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller beträgt 7,1 Liter, super auf 100 km bei einem CO2-Ausstoß von 162 Gramm pro Kilometer. Vollbetankt mit 50 Litern kommt man im Idealfall 700 km weit. Optional kann man den 1er BMW zur Markteinführung auch noch mit 3 Dieseln und einem kleineren Benziner bestellen. Weitere Motoren sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Architektur unterstützt auch die Verwendung eines Plug-in-Hybriden. Der neue 1er BMW ist ein komplett neues Auto. Der Motor ist jetzt vorne quer eingebaut. Es gibt keinen reinen Sechszylinder mehr bei dem Performance-Modell, sondern nur noch einen reinen Vierzylinder. Dafür hat man ein bisschen mehr Platz. Der Wagen ist als Performance-Modell bis zu 15 Kilo leichter als noch der Vorgänger, der F20. Der Wagen ist 5 mm kürzer, der Radstand um 20 mm geschrumpft. Dafür ist das Fahrzeug 34 mm breiter und steht 10 mm höher da. Ja, die Front, seht ihr selber, ist komplett überarbeitet. Der Wagen hat jetzt auch die große Niere in der Performance-Version. Das ist auch die höchste Ausstattungslinie im Prinzip. Das M135i hat der Wagen schon LED-Scheinwerfer. In der Basis hat der 1er BMW noch Halogenscheinwerfer. Und unser Fahrzeug ist ausgestattet mit den optionalen adaptiven LED-Scheinwerfern. In der Basis steht der 1er BMW auf 16 Zoll Felgen. Zur Performance-Version gehören immer 18 Zöller. Allerdings nicht diese 18 Zöller. Und die sind zumindest aktuell auch im Konfigurator noch nicht zu finden. Darum habe ich nicht bei mir nachkonfigurieren können. Der Wagen hat eine Bodenfreiheit standardmäßig von 153 mm. Mit dem Sportfahrwerk geht es aber noch mal 10 mm nach unten. Und die Farbe, dieses strahlende Blau, nennt sich Misano Blau Metallic, ist eine von 6 Farben, in denen man sich die Performance-Version konfigurieren kann. So hört er sich an, zumindest im Stand der BMW M135i. Und man ist es ja kaum noch gewohnt von den deutschen Premium-Herstellern. Aber wir haben hier tatsächlich echte Auspuffrohre am Fahrzeug, haben Durchmesser von 100 mm und ja, lassen das Auto auch recht sportlich aussehen. Wobei alle F40 2 Auspuffrohre haben, egal ob 3-Zylinder oder hier die Performance-Version. Und was derweil hier blinkt und blinkt, das sind alles LEDs, denn der M135i kommt mit Voll-LED-Rückleuchten daher.
Mit dem Schlüssel der Funkfernbedienung kann ich das Auto nicht nur aus der Ferne fähr- und entriegeln, sondern auch die Fenster öffnen und schließen, optional auch das optionale Schiebedach. Keyless Go gibt es an allen vier Türen, also auch hinten. Neu ist des Weiteren, dass wir die Türen auch per Near Field Communication, also NFC, öffnen und schließen können. Das heißt, entweder mit einem Smartphone, was das unterstützt, im Moment nur die Samsung-Serie, oder mit einer entsprechenden Keycard, sodass man der Tochter oder dem Sohn auch so eine Karte in die Hand drücken kann, wenn der mal eben den Wagen fahren darf. Ja, wir haben hier noch eine wunderschöne M135i Einstiegsleiste, wenn der Eik die einmal einfangen will, bevor ich in das Fahrzeug einsteige. Das mache ich jetzt auch. Der Einstieg trotz sportlicher Sitzposition ist durchaus bequem. Und an die Tür komme ich auch gut ran. Herzlich willkommen im Innenraum vom BMW M135i in der Version F40. What you see is what you get. Bei BMW nicht üblich. Guckt einfach in die Konfiguration. Die ist unten im Videobeschreibungstext die Homepage verlinkt. Da findet ihr die Konfiguration und seht die Aufpreise, die ihr zahlen müsst, wenn ihr genau dieses Auto fahren wollt. Ich fange gleich an mit dem Materialcheck. Wir haben hier ein weiches Material, auch da hinten noch, das zieht sich hier durch. Hier haben wir eine blaue Kontrastnaht, auch hier im oberen Bereich ist es weich. Daran schließt sich dann hier diese Applikationsleiste an und auch darunter haben wir noch einen weichen Werkstoff, zieht sich sogar bis hier unten hin. Allerdings das Handschuhfach, da haben wir harten Kunststoff. Hier, das ist auch harter Kunststoff, auch wenn es ein bisschen hochwertiger aussieht. Die Mittelkonsole ist dann hochglänzend schwarz eingefasst und hier haben wir ein Leder oder ein Kunstleder auf jeden Fall mit blauen Kontrastnähten und das passt auch schön zu den Sportsitzen, die hier in Alcantara und blauem Stick gehalten sind. In der Tür haben wir oben auch einen weichen Werkstoff, dann hier wieder die Applikationsleiste, hier ein Stoff, das schließt sich an das Lautsprechergitter. Hier wieder dieses Kunstleder und erst im unteren Bereich haben wir dann harten Kunststoff. Ja, ich meine, BMW hat seine Kompaktklasse aufgewertet, was die Materialien angeht. Harte Werkstoffe finden wir wirklich nur noch im unteren Bereich, wo sie eigentlich auch gar nicht so in Erscheinung treten. Mir gefällt das ganz gut. Ihr korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn es schon immer so war. Aber ich finde schon, von den Materialien ist das hier sehr hochwertig für einen kompakten Premiumwagen. Schauen wir uns mal die Ergonomie an. Wir haben hier ein 10,25 Zoll Display, Kacheln, die uns begrüßen. Übrigens, das Fahrzeug selbst wird jetzt immer so angezeigt, wie man es gekauft hat, also auch in der entsprechenden Farbe und Ausstattungslinie. Das hier vorne ist allerdings der Startbildschirm, so empfängt uns das System. Darunter haben wir dann den Warnblinkschalter und den Knopf, um die ganzen Assistenzsysteme an- und auszuschalten. Daneben Lüftungsdüsen, die ich frei verstellen kann, und dann habe ich hier noch einen Drehregler für den Luftstrom. Das gilt dann auch für die äußeren Lüftungsdüsen, auch die kann ich verstellen und den Luftstrom regeln. Darunter finden wir eine Knopfleiste für die Klimaanlage, da kann ich auch im Display noch einige Sachen anstellen. Dazu haben wir noch eine dreistufige Sitzheizung. Darunter schließt sich dann an die Bedienung vom Infotainment-System mit einem Drehregler für die Lautstärke und 8 frei programmierbaren Tasten. Hier sieht man einmal, wie die programmiert sind. Dann im Kardantunnel haben wir den Gangwahlhebel. Dazu kann ich hier ESC runterregeln, die Parkpiepser deaktivieren, Start-Stop deaktivieren. Hier ist der Startknopf selber. Dann die unterschiedlichen Fahrprogramme, Auto-Hold-Button und die elektronische Parkbremse. Dazu dann noch der Jog-Shuttle mit Kurzwahltasten vorne und hinten für das Infotainment-System. Das ist gleichzeitig ein Touchpad. Das Lenkrad ist mit Leder bezogen. Wir haben hier ein Multifunktionslenkrad und es ist das M-Sportlenkrad. Dieses kann ich manuell einstellen. Das ist hier der komplette Radius, den ich habe. Und wenn ich das nicht in die tiefste Position bringe, sondern ein Stückchen höher lasse, kann ich stets den Bildschirm dahinter sehr gut sehen. So, das ist, glaube ich, meine Position. Auf der linken Seite finden wir die ganzen Schaltflächen, um den adaptiven Tempomaten zu bedienen. Auf der rechten Seite kann ich dann das Infotainment-System bedienen und hier mittig ist die Lenkradheizung angebracht. Wir haben Schaltwippen, die vorne metallern aussehen, hinten dann aber mit einer Gummierung aufwarten und ich kann hier ganz bequem 4 Finger ablegen und kann die auch sehr gut erreichen, die Schaltwippen.
An der Lenksäule haben wir dann noch zwei Schalter, rechts den Scheibenwischerschalter für vorne und hinten. Und links dann der Blinker bzw. Fernlicht-Lichthupenschalter. Da haben wir unten noch einen Taster für die Automatik und oben für den Bordcomputer. Rechts neben dem Lenkrad haben wir dann die ganzen Lichtschalter, Auto, ich kann es ausstellen, Abblendlicht, die Parklichter und die Nebelschlussleuchte kann ich hier aktivieren. An der Tür haben wir dann zwei Speichermöglichkeiten für den elektrischen Sitz und hinter dem Türöffner die Zentralverriegelung. In der Erweiterung der Türlehne dann die vier elektrischen Fensterheber mit der Kindersicherung für die hinteren Fensterheber. Dazu kann ich dann hier die Spiegel noch verstellen und habe einen Knopf, um die Spiegel anzuklappen. Ja, ich sitze hier in den M-Sportsitzen, durchaus bequem, elektrisch verstellbar. Ich kann die vor- und zurückstellen, im Ganzen hoch und runter fahren und vorne anstellen und wieder absacken lassen. Des Weiteren natürlich die Lehne verstellen. Wir haben hier integrierte Kopfstützen im Übrigen. Ich habe eine Lordosestütze, die vier Wege kann, rein, raus, hoch und runter. Und dazu kann ich mir noch die Seitenwangen im oberen Bereich enger oder eben weiterstellen. So, ein bisschen vorrücken kann ich ruhig noch. Das ist meine Sitzposition. Jetzt presse ich mich mal in den Sitz. Ich bekomme hier mehr als eine Faust zwischen meinem Kopf und dem Himmel, habe also ausreichend Platz. Fühle mich so auch nicht beengt. Die Mittelarmlehne ist nur für einen Arm gedacht, aber man kann hier auch ganz bequem mit zwei Leuten drin sitzen. Dadurch, dass das Armaturenbrett hier schön flach ist und auch das Display hier sich so flach einschmiegt, hat man einen guten Blick und das suggeriert eine gewisse Weite und Größe des Wagens, sodass der Kompaktwagen größer wird im Innenraum, als er tatsächlich dann ist. Dann starte ich mal eben den Motor hier für euch. Das ist also der Bildschirm, wie er gerade hochfährt. Da sieht man auch noch mal das Auto in der gekauften Farbe. Auf der linken Seite haben wir den Tachometer mit der eingebetteten digitalen Geschwindigkeit auch noch. Und links außen dann die Tankanzeige, die Kilometer Restlaufleistung mit der Tankfüllung und die Uhrzeit bzw. das vorherrschende Tempolimit daneben. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite dann der Drehzahlmesser und da ganz außen rechts dann die Kühlwassertemperaturanzeige, dazu die Außentemperatur und der ganze Bereich dann, nee, Moment, ich kann hier noch ein Fahrprogramm wählen halt. Mir werden auch die Gänge entsprechend angezeigt. Gehe auch wieder auf Park und wenn ich jetzt in Sport schalte, sieht das Ganze noch ein bisschen zackiger aus. Und wenn ich in Eco Pro schalte, ändert sich das Erscheinungsbild auch noch mal geringfügig. Ich gehe wieder zurück in Komfort und habe jetzt die Möglichkeit, noch den Bordcomputer hier durchzuwählen. Da werden mir dann auch noch mal diverse Sachen angezeigt. Ja, und da waren wir auch schon wieder. Und gleich weiter mit dem Schulterblick. Hier an der B-Säule kann ich gut vorbei sehen. Auch die beiden A-Säulen stellen kein Problem dar. Das Eik, mittlerweile regnet es draußen ein bisschen. Die B-Säule, da haben wir auf jeden Fall einen toten Winkel. Den kann man auflösen mit einem Blick durch den Außenspiegel. Und da hinten ist auch schon das Auto vor, zu Ende. Kann man also gut überblicken. Ein Blick in den rahmenlosen Innenspiegel offenbart mir, dass ich die komplette Heckscheibe mit einem Blick erfassen kann. Dazu haben wir dann noch die Außenspiegel. Die bilden nicht gerade eine riesige Spiegelfläche, aber das passt zur Fahrzeuggröße. Und ich kann den rückwärtigen Verkehr gut im Auge behalten. Wagen kommt dann auch noch mit einer Rückfahrkamera. Also hier die grünen Linien, das ist so, wie ich gerade lenke. Wenn ich das Lenkrad bewege, lenken die Linien auch entsprechend mit. Die roten Linien sind die Extremeinschläge. Daneben auf der rechten Seite sehe ich dann noch das Feedback der Sensoren. Und hier habe ich auch noch den Rückfahrassistenten, auch ganz neu beim Einser. Dass ich jetzt, wenn ich nicht schneller als 36 irgendwie vorwärts fahre, speichert er sich den letzten Weg und den kann ich dann automatisiert auch wieder rückwärts fahren, wenn ich mich irgendwo festgefahren habe. Dann noch diverse Einstellungsmöglichkeiten. Dazu kommt der Einser, der neue, jetzt auch mit dem Head-Up-Display, mit dem 9,2 Zoll Display von BMW. Hier jetzt gerade zu sehen das Tempolimit und meine aktuelle Geschwindigkeit. Auch Navigationsanweisungen werden da einem angezeigt. Und gerade im Performance-Modell wäre das ein Feature, was ich auf jeden Fall dazu buchen würde. Ja, was noch fehlt, ist der Hupencheck. So hört sich die Hupe an hier im M135i und den Motor kann ich auch wieder ausmachen.
mache ich auch gleich weiter und zeige euch hier die ganzen Ablagen im M135i. Ich fange wie immer an mit den Türtaschen. Hier habe ich Platz für eine Literflasche und so wie die Platz hat, denke ich auch 1,5 Liter Flaschen passen hier locker rein. Hier ist die Warnweste verstaut, kann ich auch hochkant stellen und habe dann hier noch Platz für ein Portemonnaie. Links neben dem Lenkrad gibt es noch ein kleines Fach, rutschfest ausgekleidet. Da passt so eine halbe Faust bis Faust noch rein. Ja, Platz für so ein bisschen Gadgets. Die nächste Ablagefläche ist dann hier vorne. Da habe ich mein iPhone reingeklemmt. Hier habe ich die Möglichkeit, induktiv mein Smartphone zu laden. Einfach runterdrücken und schon wird es geladen. Optional, wenn ich das iPhone das nicht unterstützt, habe ich hier noch einen 12-Volt-USB-Anschluss. Der 12-Volt-Anschluss sitzt direkt davor. Und hier haben wir auch noch zwei Getränkehalter, allerdings ohne Abstandshalter. Die leere halbe Liter Flasche wackelt dann hier entsprechend so ein bisschen hin und her. Die Mittelarmlehne kann ich nicht verstellen, allerdings öffnen. Da habe ich dann nochmal ein Fach, auch hier so eine rutschfeste Matte und davor nochmal einen USB-C-Anschluss. Das Handschuhfach, hier finde ich das Bordmaterial. Und im hinteren Bereich, da muss ich mich ganz schön strecken, dann auch noch den Sicherungskasten. Ja. Und außer dem Bordmaterial ist da noch ein bisschen Platz für was weiteres. Zudem ist das Fach auch beleuchtet. In den Sonnenblenden finde ich einen Make-up-Spiegel, der von oben in der LED beleuchtet ist. Die Spiegelfläche ist allerdings nicht besonders groß. An der Seite haben wir hier noch einen kleinen Clip, da kann ich Parktickets einklemmen oder auch die Rettungskarte. Und hier sieht man jetzt ganz schön, an der Seite kann noch ein bisschen Sonne einfallen, selbst wenn man die Sonnenblende zur Seite geklappt hat. Im oberen Bereich haben wir dann einen Haltegriff, den finden wir an allen vier Türen. In der Dachkonsole haben wir dann noch Leseleuchten für den Fahrer und den Beifahrer und gleichzeitig ist das auch die Einstiegsbeleuchtung und hier meldet sich dann noch ein bisschen mal schummerig das Ambient Light. Ja, für einen performanten, kompakten auf jeden Fall ausreichend Ablagemöglichkeiten hier im M135i. Jetzt gebe ich euch noch eine Mini-Führung durchs Infotainment-System. Auch im 1er haben wir jetzt das System 7 von BMWs Infotainment-System. Das hatte ich euch eben schon gezeigt. Das begrüßt uns hier also mit Kacheln. Die Kacheln sind auch gleichzeitig Sprungziele. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, Ziele einzugeben, Adressen einzugeben oder zu suchen. Ich entscheide mich für die Adresseingabe und sage jetzt hier, ich möchte natürlich nach Bielefeld, hier gefunden, in die Wertherstraße. Warte, ups, nein. Hausnummer 42, jawohl. Und dann kann ich das Ganze starten. Und jetzt rechnet er eben, wir sind ja in München, braucht einen kleinen Augenblick. Ich könnte auch Alternativrouten noch suchen lassen. Und jetzt hat er das Ergebnis und springt dann auch gleich um auf die Vollansicht. Und dann könnte ich losfahren. Um das Ganze jetzt abzubrechen, ist die aktuelle Zielführung beenden. Das System kommt auch mit der Spracherkennung. Hey BMW, spiele Radio Bob. Radio Bob. Ja, funktioniert auch. Gehen wir da mal rein in den Dialog. Wir haben also hier die ganzen Sender, die er hat. Und Radio Bob könnte ich jetzt nehmen und sagen, Sender speichern. Wenn ich jetzt hier wieder auf die andere Seite gehe, habe ich hier die gespeicherten Sender und finde auch da meinen Favoriten wieder. Und dazu gibt es dann noch ein paar andere Funktionen. Unter anderem gibt es auch eine Programmvorschau, sofern die Sender das denn unterstützen. Apple CarPlay kann ich nach wie vor drahtlos hier nutzen und verbinden. Zudem habe ich auch die Möglichkeit, Gestensteuerung zu nutzen, was mir leider immer nicht gelingt. Könnte jetzt also leiser und lauter stellen. Das System, die Spracherkennung kann jetzt auch viel mehr. Jetzt zum Beispiel, hey Mercedes, ach Quatsch, hey BMW, bist du ein Mercedes? Oh, die bauen ganz wunderbare Autos. Aber hier haben wir beide doch einfach die größte Freude am Fahren. Hey BMW, aktiviere Sitzheizung.
Bitte stell vorher die Fahrbereitschaft her. Ja gut, also das Auto läuft ja nicht. Also ich habe jetzt hier 4 Möglichkeiten. Gestensteuerung, Touchscreen, Sprachsteuerung und nach wie vor den Jog Shuttle. Und somit lässt sich das System sehr schön bedienen. Man muss allerdings dazu sagen, dass es hier gerade bei den Einstellungen ziemlich tief reingeht. Und da würde man sich manchmal wünschen, dass man das auch per Sprachsteuerung so lösen kann. Und das, glaube ich, geht halt nicht. Hey BMW, ändere Aktivierungswort. Bitte nenn mir das Aktivierungswort, mit dem du die Spracheingabe zukünftig starten willst. Mein guter Eik. Super, ich habe mein persönliches Aktivierungswort hinterlegt. Mein guter Eik, wie spät ist es? Es ist 19.47 Uhr. Ja, komisch, dass Eik jetzt so eine weibliche Stimme hat, aber es gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Ja, das soll es gewesen sein. Ein Kritikpunkt. Der Kunden hat sich BMW sehr zu Herzen genommen beim alten Einser. Das war das eingeschränkte Platzangebot auf der Rücksitzbank. Sie haben die Beinfreiheit jetzt um 33 mm verbessert, die Kopffreiheit um 19 mm. Und so soll man als Erwachsener hier hinten auch gut sitzen können. Das zeige ich euch jetzt. Ja, und BMW hat nicht zu viel versprochen. Ich habe hier, wie man sieht, mit meinen 1,80 Meter ausreichend Kopffreiheit. 2 flache Hände passen übereinander zwischen meinem Kopf und die Decke. Meine Füße kann ich komplett unter den Vordersitz stellen, der ganz runtergefahren ist. Und ich habe hier auch noch anständige Beinfreiheit. Lediglich, wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, dann stoße ich hier gegen den Dachholm. Der ist aber wenigstens schön weich gepolstert, dass mir das jetzt in keinster Weise wehtut. Und somit bin ich doch sehr angetan und kann mir vorstellen, auch hier längere Strecken im hinten zu sitzen, wenn der Fahrer nicht zu schlimm fährt. Ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Schauen wir uns eben auch hinten die Ausstattung an. Wir bekommen die Literflasche hier rein. 1,5 Liter Flaschen sehe ich hier nicht. Und hier ist dann auch nochmal ein Fach, da würden die Warnwesten auch gut reinpassen. Ich kann die Fenster versenken und die versenken sich hier auch vollständig. Im oberen Bereich habe ich den Haltegriff, hier auch mit einem Kleiderhaken. Das ist für das Gepäcknetz zum Einhängen. Und an den Rückteilen der Vordersitze habe ich dann hier nochmal so Zeitungstaschen. Die Sitze sind übrigens nicht hart verschalt, aber ich komme nicht mal ansatzweise mit meinen Knien daran, um dem Fahrer meine Knie in den Rücken zu bohren. Wir haben hier 2 Lüftungsdüsen, die ich verstellen kann. Und zusammen kann ich den Luftstrom hier in der Mitte regeln. Und im unteren Bereich haben wir noch 2 USB-C-Anschlüsse. Im Dach finden sich auch Leseleuchten, zumindest für die beiden äußeren Sitzplätze. Und gleichzeitig ist das dann die Einstiegsbeleuchtung. Es gibt hier auch noch eine Armlehne. In die Armlehne eingelassen ist hier ein Getränkehalter, jeweils so mit 4 Gummilippen als Abstandshalter. Meine 1,5 Liter Flasche passt hier ganz gut rein und kippelt auch nicht groß rum. Ich kann hier den mittleren Teil, die 20%, auch ganz umklappen, somit lange Gegenstände einladen oder eben habe einen Schnellzugriff zum Kofferraum. Die Armlehne kann ich mir hier bequem mit meinem Mitfahrer teilen. Ich sitze hier auch wirklich bequem, allerdings sehe ich nicht, dass hier 3 Personen mit meiner Statur hinten Platz finden und das auch noch bequem haben. Die Gurte, übrigens hier auch schön mit den Farben, sind auf jeden Fall lang genug, um Kindersitze und Babyschalen anzuschnallen. Die Türöffnungen sollten auch groß genug sein, um hier bequem einen Kindersitz einzuladen, wenn es nicht gerade so ein riesiges Monster ist. Wir haben Isofix-Halterungen, die sich hinter so Klappen verbergen. Die Klappen bleiben aber am Fahrzeug, gehen also nicht verloren. Wir haben starre Sitzpeitschen. Vorne kann man den Beifahrer-Airbag mit dem Schlüssel deaktivieren. Den muss man aus dem Funkschlüssel so rausfriemeln. Auf dem Beifahrersitz gibt es aber hier in der Performance-Version keine Isofix-Halterung. Ja. Ach so, und die Fenster verfügen über einen Einklemmschutz. Der greift auch sehr schnell. Die elektrische Heckklappe ebenfalls. Und das ist wirklich ein richtig guter Einklemmschutz. Der tut nicht mal ansatzweise weh. Also wenn die Klappe einen irgendwo touchiert, bleibt die sofort stehen.
Der Taster zum Öffnen des Kofferraums befindet sich hier unter dem BMW-Logo. Wir haben aber die elektrische Heckklappe als Option. Und da habe ich hier unten einen Sensor, muss quasi nur eine Wischgeste ausführen und schon Sesam öffne dich, öffnet sich die Klappe voll elektrisch und automatisch. Wir haben hier einen Einklemmschutz oben auf der Schulter und im unteren Bereich funktioniert der hervorragend. Bloß die Klappe, ich kann sie nicht individuell programmieren, sondern habe im Infotainment-System ein paar Stufen, wo ich die Höhe einstellen kann. In den Kofferraum vom neuen 1er BMW passen 380 Liter, ein Zugewinn von 20 Litern im Vergleich zum Vorgänger. Bei umgeklappter Rücksitzbank sind es 1200 Liter. Das ist der Kofferraum vom BMW M135i. Wir haben hier einen doppelten Ladebohnen. Im unteren Bereich ist auch noch jede Menge Platz. Da kann man auch noch einiges einladen. Hier das Tire-Kit, das Reserverad und die Tasche mit den Gepäcknetzen. Im oberen Bereich sehen wir dann das Warndreieck, wie auch den Taster zum Schließen des Kofferraums. Auf der rechten Seite haben wir ein Fach mit dem Netz abgetrennt. Hier gibt es einen 12-Volt-Anschluss, die LED-Innenbeleuchtung wie ein Gepäckhaken und zwei Zurösen. Eben diese Zurösen haben wir auch auf der anderen Seite, dazu ein Gummiband, oben nochmal das Licht und den Haken. Und das Pendant der Zurösen befindet sich hier an der Kofferraumseite. Die Hutablage hat ein eigenes Scharnier und im oberen Bereich auch so ein Plastikknippel zum Aushängen. Die Hutablage selber besteht aus Presspappe. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich mit meinen 1,80 Meter hier ganz bequem an die Entriegelung der Lehnen. Hier gibt es nochmal eine Besonderheit, eine Cargo-Stellung ist nämlich auch möglich. Dazu drücke ich den Hebel einfach hoch und raste das wieder ein. Und hier sieht man ganz schön, dass man so das Kofferraumvolumen noch ein bisschen vergrößern kann. Aushaken geht wie üblich. 40% fallen auf der rechten Seite. Und 60% auf der linken Seite, wobei man die Mitte natürlich auch extra lösen kann, sodass wir hier ein Verhältnis von 40, 20, 40 haben insgesamt. Und wir haben hier auch nochmal einen ebenen Ladebohnen, der nach vorne hin so ein bisschen ansteigt. Bei unserem Testwagen können bis zu 560 Kilogramm zugeladen werden. Davon darf man 75 Kilogramm aufs Dach verbannen. Ein Anhängerbetrieb ist beim M135i nicht vorgesehen. Ja, herzlich willkommen bei meinem Fahreindruck hier mit dem BMW M135i. Ja, lustig, dass er jetzt wieder 135 heißt. 11,4 Meter Wendekreis haben wir. Das ist nicht die Kreiser Straße, aber wenn ich im Ausland bin, also in Bayern, muss ich ja nehmen, was ich kriegen kann. Und so sieht das Ganze aus. Rangieren lässt er sich trotzdem ganz einfach. Wir haben hier eine Umdrehung und eine Viertel, das heißt 2,5 Umdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Ich bin auf dem Weg und ich bin irgendwo, wo ich nicht weiß so wirklich, wo ich bin. Da muss ich das Navi ein bisschen mitlaufen lassen. Unterschiedliche Fahrprogramme, einmal Sport, Komfort und Eco Pro. Sport kann ich individuell auch noch konfigurieren, wenn ich möchte. Kann die Dämpfer, die Lenkung, den Motor, das Getriebe einstellen. Und bei Eco Pro habe ich die Möglichkeiten zu sagen, ich möchte hier nicht schneller als 130 fahren. Und er soll diverse Funktionen halt ausführen, wenn ich im Sparmodus bin, um möglichst effizient zu fahren. Aber sind wir mal ehrlich, den EcoPro-Modus werden wohl die wenigsten M135i-Fahrer nutzen. Was ich auch schon sagen kann, der M135i kommt ja mit diversen M-Teilen, unter anderem mit einer Sportbremse. Der normale 1er hat eine Einkolbenbremse, hier haben wir mehr und noch eine größere Scheibe. Und die kann man trotzdem sehr schön fein dosieren. Aber sie kann auch herzvoll zupacken und genau das möchte man ja haben. Ich habe es eben schon vorgelesen, wenn ich hier individuell konfiguriere, habe ich die Dämpfer. Die Dämpfer haben zwei Einstellungen, Sport und Komfort. Die regle ich dann auch über die entsprechende Fahrleistung. Wir waren ja heute viel auf Landstraßen unterwegs und ich finde, es ist eine sehr ausgewogene Mischung
zwischen Komfort und Sport. Sport halt ein bisschen straffer, Komfort aber deutlich komfortabler, als dass man nur Restkomfort hätte. So, von hinten kommt gerade nichts, da kann ich einmal anhalten, um durchzubeschleunigen hier in Sport. Und da haben wir die 100 auch schon erreicht. Das ging sehr schön flott und ich glaube, ihr habt es auch gehört, BMW hilft hier bei der Untermalung des Tons meines Erachtens künstlich noch ein bisschen mit. Es hört sich so an, als würde da noch ein bisschen zusätzlich was eingespielt werden, hört sich aber sehr gut an. Und ich finde es sehr schön, dass auch hier beim Schalten kein Gefrotzel mehr kommt, sondern einfach nur ein Schaltvorgang. Ich persönlich bin da mittlerweile wirklich durch mit diesem. Und finde es angenehm, wenn es halt nicht mehr da ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden die anderen Hersteller da auch nach und nach mitspielen, weil das auch wieder was mit Emissionen zu tun hat. Und ja, die Zeit, wo wir alle richtig viel Spaß hatten konnten mit lauten, schnellen Autos, wird, glaube ich, nach und nach wirklich ausklingen. Gut, Fahrspaß soll ja bei diesem Fahrzeug ganz vorne stehen. Wir haben ja das Problem, das vermeintliche, dass wir keinen Hecktriebler mehr haben oder dass die Hauptkraft nicht auf der Hinterachse liegt, sondern auf der Vorderachse. Wir fahren ja hier eh die Allradversion, gibt aber auch nur die Allradversion. Bis zu 50% der Antriebskräfte können sie nach hinten schieben. Mir persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es vollkommen Mumpe, ob ich einen Fronttriebler habe, einen Hecktriebler oder ein Allradfahrzeug. Die fahre ich aber allerdings ehrlich gesagt am liebsten, die Allradfahrzeuge. Ich persönlich möchte hauptsächlich Traktion haben. Ich finde es wenig spannend, durch die Gegend zu rutschen, sondern wenn ich fahre, wirklich zum Vergnügen, dann möchte ich Traktion haben, das Auto soll sich bewegen und genau das macht er hervorragend. Und jetzt immer ein bisschen hier auf Technik, Equipment und Gegenverkehr achten. Aber das geht halt schon. Also den kann man auch sehr schön um Ecken schubsen. Ich fahre ja bei meinem Fahreindruck nie so hochdynamisch. Das hat ja auch diverse gute Gründe. Unter anderem, das finde ich immer sehr schwierig, da muss die richtige Strecke haben, um das mal zu zeigen, im Rahmen der Straßenverkehrsordnung. Aber ich kann euch versichern, das Auto macht eine ganze Menge Spaß, auch auf kurvigen Strecken, gerade auf der Landstraße. Und auf die Autobahn nehme ich euch ja jetzt mal mit. Stundenkilometer im achten Gang liegen wir bei 1800 Umdrehungen und ich höre, dass ich nichts höre, zumindest hier im Komfort. 120 km/h jetzt bei 2000 Umdrehungen, jetzt setzen tatsächlich Windgeräusche an. Es kommt mir fast so vor, als würden die lediglich von dem Spiegel kommen, die Windgeräusche, aber sie sind schon deutlich zu vernehmen. 140 jetzt bei 2400 Umdrehungen pro Minute. Windgeräusche sind ein bisschen lauter geworden, was mich wundert. Den Motor höre ich halt gar nicht, ne? 160 jetzt bei 2600 Umdrehungen. Ich kann mich immer noch normal mit euch unterhalten. Ja, und dann lege ich die Windgeräusche da. Tempomat funktioniert übrigens nur bis 160. Jetzt muss ich das so ein bisschen austarieren hier. 180, hier bin ich jetzt bei gut 3000 Umdrehungen und kann mich immer noch normal artikulieren, möchte aber eigentlich schon meine Stimme ein bisschen heben. Und 200 jetzt bei gut 3300 Umdrehungen, jetzt hebe ich definitiv meine Stimme und werde ein bisschen lauter. Ja, und bei 250 ist es dann halt schon ein bisschen lauter, ne? Können wir auch mal gut sein lassen.
Ja, rundum kann ich zusammenfassen, natürlich ist ein rein Sechszylinder einfach schöner. Ne? Hört sich besser an, du hast das Gefühl, du hast mehr Kraft, einen Liter Hubraum mehr. Allerdings kann man auch sagen, dass hier die 306 PS dem Auto durchaus gut stehen. Ich bin ja nur jüngst erst den A35 gefahren, das ist halt eine ähnliche Klasse. Und ja, da ist der Geschmack wirklich das Ausschlaggebende. Ich würde mich jetzt gar nicht entscheiden wollen. Auf jeden Fall kann man mit dem Auto gut fahren. Ich verstehe das, wenn der eine oder andere im Sechszylinder eine Träne hinterher weint. Aber rein vom Fahren sage ich, setzt euch in das Auto, fahrt den mal. Die Fahrleistungen sind auf jeden Fall interessant. Der Wagen macht Spaß. Und lediglich der Verbrauch, den sollte man halt so ein bisschen im Auge behalten. Ja, schauen wir nochmal auf die Assistenzsysteme. Wir haben hier einen adaptiven Tempomaten. Der funktioniert bis 160, hält die Geschwindigkeit entsprechend. Und wenn ich jetzt auf ein langsames Fahrzeug auffahre, Augenblick, da im Totwinkelwarner meldet sich hier ein Dreieck im Spiegel. Zwei, drei Wagenlängen, bevor der Mercedes überhaupt auf meiner Höhe war, hat sich der Totwinkelwarner schon gemeldet und mir halt gezeigt, hier, pass auf, da kommt ein Fahrzeug. Also der Tempomat, ich gebe eine Geschwindigkeit ein, der läuft so lange, bis ich auf ein Fahrzeug auffahre, was halt deutlich langsamer unterwegs ist als ich. Dazu haben wir dann noch einen Spurhalteassistenten. Ich lenke mal hier aus der Spur raus, fängt da ein und bringt mich auch wieder auf die Mitte zurück. Hält zwar nicht konstant jetzt die Mitte, aber lässt mich zumindest hier ein Weilchen freihändig fahren. Das finde ich ja schon ganz spannend, wie lange das hier sogar funktioniert. Ja, und jetzt sagt er hier irgendwie, wenn du nicht aufpasst, muss ich eine Notbremse machen. Das wollen wir natürlich nicht. Auch der Assistent funktioniert hervorragend. Dazu, was ich noch wichtig finde, die Verkehrszeichenerkennung. Auch die hat hier gute Dienste geleistet im bayerischen Umfeld von München. Und das sind für mich immer die vier wichtigsten Assistenzsysteme. Dazu gibt es dann natürlich noch den Parkassistent. Ich kann mal gucken, ob ich sie hier nochmal versammelt habe. Frontkollisionsassistenten als Warnung gibt es, Spurwechselwarnung gibt es, Spurverlassenswarnung. Das kann ich sogar noch einstellen, wie direkt er darauf eingreifen soll. Also die Assistenzsysteme, die hier dabei sind, funktionieren alle prima. Und ein Parkassistenten gibt es auch noch und diesen Rückwärtsfahrassistenten und. Man kann hier sich schon eine ganze Menge unterstützen lassen und diese BMW-Systeme funktionieren halt auch wirklich ordentlich. Ja Kinder, das war's. Das war meine Videokaufberatung zum BMW M135i. Als F40 und die haben ja sogar schon das Licht ausgeknipst. Also machen wir schnell. Zwei Dinge, die mir nicht gut gefallen haben. Das eine ist der Verbrauch. Auf 200 Kilometer, wo wir wirklich nicht viel sportlich gefahren sind, nicht viel dynamisch machen konnten, wollten, haben wir jetzt einen Verbrauch von 11,5 Liter. Hochgerechnet kommen wir dann wahrscheinlich bei 13 raus, wie ich, wenn ich normal fahren würde. Und das ist schon eine ganze Menge. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich bin im Vergleich immer noch den Diesel gefahren und wir haben hier deutlich mehr Windgeräusche als bei dem 118D, der wahrscheinlich mit den ganzen Spoilern, ich weiß es nicht, aber der ist auf jeden Fall lauter und gerade auf Langstrecken würde ich dem Diesel somit den Vorzug geben. Zwei Punkte, die mir hingegen wirklich gut gefallen haben, ist der Sound, wie sie das gemacht haben. Ja, der wird künstlich, glaube ich, noch ein bisschen unterstützt, hört sich aber richtig klasse an. Wir haben hier einen reinen Vierzylinder, hört sich überhaupt nicht so an, ist auch kein Gefrotzel, kein Schall einprogrammiert, ist hört sich einfach nur gut an. Du sitzt drin, gibst Gas, freust dich, hört sich gut an. Ist eine tolle Sache. Und das Zweite ist dann, viele haben ja geschrieben, oh, ohne Heckantrieb bringt es gar nichts mehr. Ich sage, fahrt ihn mal, weil ich finde, dass BMW das wirklich hervorragend aufgelöst hat. Mit dem Allradantrieb, der jetzt frontlastig ist, aber du kannst den Wagen um die Ecke werfen, der ist schön dynamisch, der macht wirklich richtig viel Spaß. Mir hat er zumindest viel Spaß gemacht. Und alle, die mir das nicht glauben, am 28. September könnt ihr dann auch selbst Probe fahren. Gut, das soll es gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, freue mich auf eure Kommentare, freue mich noch mehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt bei dem Video und verabschiede mich jetzt ins Bett. Sagt tschüss, bis dann, euer Jan.